Moin, moin Leute, der David hier. Ja, ich nehme jetzt schon mal vor, sorglich auf. Also, ich habe jetzt vor, eine Runde zu spielen. Ich bin ziemlich erkältet, deswegen ein bisschen ungünstiges Timing, weiß ich auch. Ich wollte eigentlich viel, viel mehr Videos von Tigers machen. Ich habe auch gar nicht so wenig gespielt, aber ich habe leider Gottes einfach keine Stimme gehabt. Das ist jetzt langsam so, dass meine Stimme wieder da ist. Zumindest ein bisschen wieder da ist. Tigers macht mir immer noch Spaß. Es ist jetzt nicht so mächtig wie Dehaka oder Kerrigan, aber auf jeden Fall ein guter Commander, mit dem man schon ein bisschen was machen kann. Lecker, aber Essenz von ihm mächtig? Egal. So, ja, die Einheiten, also wir kriegen einen Patch am 13. Serverwartung. Ich hoffe, dass ein bisschen gepatcht wird, was Tykes angeht, also so ein paar Sachen. Einfach bei Tykes ändern, wie zum Beispiel, dass der Sunny ständig stehen bleibt oder manche Einheiten einfach sich total blöd verhalten. Es ist leider so, der Sunny bleibt ständig irgendwie blöd rum, steht irgendwie immer blöd rum oder läuft den falschen Einheiten hinterher und man muss ständig aufpassen, dass der Sunny bei den eigenen Einheiten bleibt. Der Sunny ist auch so vom Power Level her nicht überragend, aber gut, wenn man kurze Maps spielen will, ist er auf jeden Fall ziemlich gut, weil er nur zwei Upgrades braucht, um auf kurzen Maps effektiv zu sein. Auf langen Maps spiele ich ihn eher ungern, sei denn mein Gegner ist irgendwas mit Luft, dann kann ich ihn schon zocken. Aber auch dann fehlt mir einfach doch eine rechte Menge Damage. Ansonsten ist es mir oft so gegangen, dass ich, wenn ich meine ersten drei, vier Kombis habe, mir ist eigentlich immer fast egal, bei welchen fünften ich spiele, und ich dann irgendwie doch nochmal den Sunny hinten rausgezogen habe. Ja, ich finde die Helden, die Tigers hat, alle soweit gut. Die haben alle irgendwelche speziellen Situationen, in denen sie überragend sind. Das ist bei Blaze zum Beispiel auch ganz klar. Die Zombie-Maps, also hier zum Beispiel ist Blaze natürlich eine super Nummer. Wobei Blaze hier, ja, er ist super, aber ich brauche hier natürlich auch Heilung. Also ich würde jetzt hier nicht zwingend sofort auf Blaze gehen, sondern vielleicht erst einmal auf Rattlesnake gehen, also auf den Marodeur, der auch sehr, sehr gut ist. Und dann habe ich das nächste Problem. Ich brauche hier auch unbedingt Detection. Das ist tatsächlich ein echt großes Problem für die Banshees. Also wäre hier vielleicht in allererster Linie Sirius gut, aber mir fehlt dann hier die Heilung. Also ist hier für mich einer der logischen Wahlen oder eine der logischen Konsequenzen dann tatsächlich doch wieder der Sunny, weil ich mit dem Sunny halt einfach Detection habe für die Banshees, die ja schon gecloaked im zweiten Abschnitt kommen, wo ich noch gar keine drei oder vier Helden haben kann. Das heißt, ich brauche hier Detection und ich brauche hier natürlich auch ein bisschen was. Und dann brauche ich auch Blaze. Blaze kann ich aber hinten ransetzen und den Sunny dann davor. Tykes ist kein besonders schwer zu spielender Commander. Tykes ist solide zu spielen. Er macht Laune. Das Einzige, was man halt bei Tigers beachten muss, ist halt die Reihenfolge, in der man die Helden holt, und ansonsten geht das halt alles ganz gut. Ich bekomme jetzt ziemlich, ziemlich hohen Mastery-Spieler mit 861 auf Abatur. Das ist auch in Ordnung. Wenn er denn drin bleibt, viele bleiben ja gar nicht drin, doch er schon. Also ich hatte jetzt die letzten Tage schon so ein bisschen die Erfahrung, dass wenn man mit Tigers aufqueued, die Leute keinen Bock mehr haben, ne? Weil sie halt so viel Tigers gespielt, weil so viel Tigers gesehen haben. Das kann ich auch absolut verstehen. So spannend ist so ein Tigers auf Dauer doch nicht als Mitstreiter. Hier muss man halt ein bisschen früher Gas nehmen, dass man sich dann halt auch den zweiten Helden leisten kann. Aber man muss ihn nicht gleich voll saturaten. Ich versuche immer hier so bei 12 zu bleiben und nicht drunter zu gehen. Weil 12 ist hier das Minimum für meine WBFs. Jetzt bin ich bei 13 und dann kann ich halt den einen abziehen. Hier rein. Ja, Entschuldigung, dass ich auch immer noch viel husten werde. Aber da führt momentan bei mir leider kein Weg dran vorbei. So. Das heißt, ich habe ja gesagt, ich will dann hier den Sunny bauen. Sunny ist eigentlich immer so ein Safe Call. Das ist auf jeden Fall immer ganz solide, ihn zu bauen. So. Ich habe gesagt, ich bleibe bei 12. Tigers kann hier am Anfang durchaus sein Gewicht halt auch mit einem Sunny alleine tragen, also man braucht nicht zwingend sofort Blaze. Es geht also gut. Das Gebäude ist halt sehr, sehr wichtig. Okay, das verstehe ich nicht. Okay, das verstehe ich überhaupt nicht. Warum er jetzt hier Mend aktiviert hat. Oh, mein Name. Ja, also meine Stimme. Ihr hört das ja. Immer alles noch nicht so prickelnd toll. Das ist halt das Upgrade, was ich unbedingt haben will. Weil es halt Tykes sehr, sehr viel stärker macht.
und jetzt einfach nur noch Sunny sind WBS bauen und nicht großartig noch irgendwas anderes machen, weil ich den Sunny dann schon zeitig haben will. Bellst du nur oder beißt du auch? Provozier mich nicht. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Hilfe aber, zack, zack. Der Doktor ist da. So. Haben wir das. Und da brauchen wir auch die Detection direkt im Anschluss. Die kann ich schon mal ziehen. Kommandant, einer meiner Piloten wird unruhig. Ich glaube, er wird ohne sie einen Start versuchen. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Hier kriege ich gleich ziemlich viel Damage. Aber das kann man aushalten. Hiermit kann man das sehr, sehr gut machen. Ah, brauche ich noch gar nicht. So. Die Motoren eines Schiffes laufen warm und die Verseuchten sind auf dem. Und das brauche ich halt auch. Das ist halt mein Notfall-Medi. Erstmal. Nikara ist halt nicht so klug. Leider ist Nikara nicht so klug. Lassen Sie nicht zu, dass die Verseuchten das Schiff zerstören. Das Leben meiner Leute hatte steht ich nicht auf vor. Dem Spiel. Ich bin eingekesselt, unglaublich. Feindliche Truppen nähern sich unserer Basis. Haltet schön die Augen offen. Ich mach das schon. So. Sie können sich jetzt von der Startbahn zurückziehen. Ich mach das schon. Feinde befinden sich auf dem Weg zu einem unserer Schiffe. Sie müssen sie aufhalten. Verschwende nicht meine Zeit. So, das sieht erstmal ganz gut aus. Was ich gleich brauche, ist hier anfangen. Das kann ich eigentlich auch schon mal ziehen. Das ist das, was ich meine, ne? Nikara bleibt jetzt halt da stehen. Es gibt keinen Grund für sie da stehen zu bleiben. Und das ist einfach nur sehr, sehr störend. Vielleicht schaffen wir es hier doch noch lebend heraus. Es ist ganz schön, dass ich das mal so zeigen kann. Also Nikara ist halt einfach strunzendoof. Leider, in vielen, vielen Fällen. Unsere Verbündeten werden angegriffen.
es tun. Ja, ich kann auch hier bleiben. So, die Kara macht sowieso wieder, was sie will. Dann kann ich eigentlich hier nach Blaze bauen. Blaze ist sehr, sehr gut. Ich kann auch Rattlesnake bauen, das macht eigentlich nicht den großen Unterschied, aber Blaze ist hier eigentlich im Großen und Ganzen sehr viel solider. Dann kann ich theoretisch noch mal ein Medivac bauen. Am Anfang ist man sowieso immer mit keinem Gas gesegnet. Das ist leider so. Einfach nicht genug Feuerkraft, um uns selbst um ihn zu kümmern. Sehr schön. Wir haben ein Problem. Eines der Schiffe versucht es auf eigene Faust. Es wird gleich abheben. So, das dann halt direkt hinterher und dann sind wir eigentlich gut gesettelt. Ja, läuft. Was ich noch bräuchte, ist hier das und die Doppelheilung auf jeden Fall. Provozier mich nicht. Okay, Hobbystratege. Feind rückt näher. Schwarmcluster verteidigen. Das Schiff braucht ihre Hilfe. Ohne sie wird es den Verseuchten nicht standhalten. Nehmen will ich jetzt nicht sagen. Das macht auf jeden Fall immer sehr viel Laune. So. Aber da draußen sind noch einige, die ihre Hilfe benötigen. Das ist eigentlich auch kein so schlechtes Upgrade. Gerade seine Basis verlassen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Nö, ich hole den nächsten. Ich hole mir Nox, einfach weil ich Nox total geil finde. Ja, mein Phantom. Verstehe ich, macht das schon. Was springt für mich dabei raus? Deaktiviert. Die verdammten Dinger haben sowieso nicht getan, wofür sie konzipiert waren. Ich orte eine Horde Verseuchter, die sich auf das Schiff zubewegen. Es muss in die Luft. So, mein Sunny ist auch wieder da. Das ist immer die erste, die hier sie stirbt, haben leider. Einen Haufen Leben gerettet. Wir schulden ihnen etwas.
das Zauberwort. So, ich will auf jeden Fall diese Fähigkeit haben. Weil ich die Cooldowns, also die Cooldowns einfach um 20% reduziert haben will. Aber das ist auch nicht schlecht. Also Angriff ist hier mal. Angriff ist hier die beste Verteidigung. So kann man es einfach am besten ausdrücken. Schwarmcluster, Angriffsziel. Anrückende Feinde eliminieren. Sie haben mit der Startsequenz begonnen. Ich weiß, die Leute verlieren die Nerven, aber sie brauchen trotzdem ihre Hilfe. So. Die, die ich unbedingt haben wollte, habe ich. Und jetzt kann ich eigentlich ganz gut. Jetzt kommt so eine kleine Chain Reaction. Ich hab nichts dagegen, was er hier macht. Das könnte den entscheidenden Unterschied ausmachen. Gute Arbeit. Jetzt können wir uns wieder auf die Verseuchten konzentrieren. Theoretisch wäre Rattlesnake jetzt auf jeden Fall noch eine sehr, sehr gute Wahl. Und das wird auch mein nächster oder mein letzter. Ich finde seine Armee ein bisschen komisch. Sehr, sehr früh Vipern, aber sehr wenig an sich an Einheiten. Ich meine, er spielt hier wie mit Brutalisken, okay. So, wenn es nicht. So, Red Snake braucht erstmal das hier. Ich aktiviere das jetzt. Ich verstehe nicht so ganz seine. Ja, da ist seine eigentliche Armee. Der kann ich leben. Wohl eher nicht. Eigentlich müsste mein Mischwerter da sein. Jetzt haben wir den AOE.
tatsächlich herausschaffen. Ah, wir haben alle unsere. Komm, Lieutenant. Mach nicht mehr so einen Scheiß. Provozier mich nicht. Willst du nur an die Wacke? Was sprengen? Eigentlich eine sehr einfache Runde gewesen. Tigers ist auf sowas aber auch wirklich gut. Weil mit Schalter-Push halt die Map, ne? Das ist halt ziemlich unnötig, was er hier tut, aber okay. Ich kann damit leben. Desaster weniger, um das wir uns Gedanken machen müssen. Vielen Dank. War okay die Runde, ne? Also es war jetzt halt mal Zombie-Map, ihr habt gesehen, Blaze, Rattlesnake, so die Klassiker, aber selbst hier auf dieser, also auf dieser Map ist es halt wichtig, dass ihr Detection habt für die Banshees. Und wenn ihr dann, ich sag mal erstmal Blaze, erst Rattlesnake, also erstmal die richtig guten wählt, dann habt ihr halt keine Möglichkeit Detection aufzubauen. Man könnte ja auch diskutieren, ob Nux vor dem Sunny, aber ich finde halt, der Sunny macht einfach so viel für euch. Und ihr habt ja gesehen, meinen Einheiten ging es nie schlecht und mit dem Medivex kann man hin und her und hin und her. Ich fand das alles in allem sehr gut. Natürlich habe ich weniger gekillt als mein Mitschreiter. Mein Mitschreiter hat ja überall hingepusht, aber die Shuttles wären von ihm alleine nicht zu carryen gewesen, aufgrund der Menge an Vipern, die er hatte. Und gut, er hat die Leviathane da gehabt, aber die Leviathane waren halt nicht ausreichend und seine Mutalisken sind dann halt schlagartig gekommen und dann auch sehr, sehr viele und das war auch okay. Aber er hatte halt am Anfang mich carryen lassen. Und das ganz hart. Das erste Shuttle hat er nicht versucht mit zu beschützen. Beim zweiten Shuttle hat er eigentlich auch nicht wirklich mitgemacht. Also er hatte da halt ein paar Einheiten abgestellt, vor allem Vipern. Aber die Vipern waren jetzt halt einfach egal. Ne? Also ihr habt gesehen, obwohl es war die richtige Entscheidung. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, den Sunny zu wählen, um halt einfach hier das Gewicht tragen zu können. Tyke ist nicht unbedingt vor Blaze dann upgraden, aber zumindest den Sunny vor Blaze. So bin ich bis jetzt immer sehr, sehr gut gefahren. Dass der Killcon niedriger ist, ja. Ich habe einen Killcon-Farmer als Mitschreiter gehabt. Das ist dann so. Und das ist in letzter Zeit leider sehr, sehr viel geworden. Die Leute pushen überall hin. Ich habe jetzt auch ein bisschen Diskussion mit ein, zwei Leuten aus meiner Freundesliste gehabt, die genau das gleiche auch machen. Das heißt, ich darf die Bonus machen, ich darf dann die Objekte beschützen. Und die pushen über die ganze Map und freuen sich ihres Lebens. Das ist natürlich sehr, sehr störend für mich, aber das ist etwas, womit ich mittlerweile leider leben muss. Es ist einfach nicht mehr so, dass es Koop ist, sondern der eine spielt die Map und der andere pusht durch die Gegend. Ja, das ist leider so. Gut, Leute, ich wünsche euch was. Ja, tut mir auch leid, dass ich nicht so viel geredet habe, aber reden ist echt anstrengend. Ich hoffe, das war auf jeden Fall interessant für euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.